Servus Leute, neues Video auf YouTube. Ich bin der Jonas und heute ist wieder mal wunderschönstes Wetter. Ihr seht es an der Sonne, richtig geil, richtig Premium. Ich bin heute mal ganz anders unterwegs. Ich habe keine Knieschoner an, keinen Rückenprotektor, gar nichts. Und zwar werde ich heute eine Hardtail-Runde fahren. Ich habe vom Andi aus dem Laden, aus dem Schalldach Schweigern, ein richtig geiles Hardtail dabei. Kranker Aufbau, das wiegt 8,3 Kilo. Und da bin ich natürlich beim Enduro- und Trailfahren was ganz anderes eigentlich gewöhnt. Ich mache heute so eine 100-Kilometer-Challenge, sage ich jetzt mal. Also ich will auf jeden Fall 100 Kilometer fahren. Mal gucken, ob ich das schaffe. Er hat mir eine Tour geplant, die aufs Wahoo gepackt. Das habe ich auf jeden Fall dabei. Vielleicht kurz zu meinem Setup, was ich alles dabei habe im Prinzip. Also ich habe vorne in der Gabel mein One-Up-Tool dabei, falls man irgendwas, gerade anderes Rad, falls man irgendwelche Settings tauschen muss oder so. Dann habe ich vorher auf jeden Fall gut was gegessen, habe eine Fitlock-Flasche dabei, das ist ungefähr ein Liter. Und hier habe ich in der Tasche natürlich, warte, ich packe es euch aus, 3 Vollgasriegel dabei, die sollten mich eigentlich schon mal relativ weit bringen. Und zur Not kann man sich ja auf jeden Fall was holen, also Geld habe ich auf jeden Fall auch dabei. GoPro-Akkus und was ganz interessant vielleicht ist, ein Adapter von dem normalen französischen Ventil auf Autoventil, dass falls ich irgendwo mit mir einen Platten fahre, bin mit Tubeless übrigens unterwegs, aber falls ich mir irgendwo einen Platten fahre, dass ich dann an die Tankstelle einfach fahren kann zum Aufpumpen, eigentlich ganz praktisch. Ja, ansonsten noch AirPods für fette Beats, ein Handy natürlich, meine Uhr, aber ansonsten war es das eigentlich so vom Setup, was ich dabei habe. Ich denke, damit kommt man gut über 100 Kilometer und unterwegs hat es ja auch vielleicht mal noch eine Tankstelle, wo man sich was holen kann. Genau, ich würde sagen, mal ein ganz anderes Video, aber trotzdem denke ich interessant, gerade wenn man vielleicht ein bisschen Ausdauer trainieren will, so wie ich jetzt. Einfach mal ein bisschen Strecke machen an so einem schönen Tag im Endeffekt unter der Woche, wenn alle anderen Leute im Geschäft sind. Deshalb geht es jetzt auf eine Hardtail-Runde, mal ein bisschen anderes Video. Ich zeige euch mal das Rad noch, weil das ist echt krank. Also wir haben hier Nonplus Ultralight Laufräder. Da wiegt der Laufradsatz 1100 Gramm, also ein bisschen was über ein Kilo. Also wirklich heftig. S-Club, komplettes Setup hier. S-Club 711R Griffe mit den Innerbar Ends von S-Club, die sind richtig geil, also das fühlt sich richtig smooth an, in Kombination mit Magura MT8 plus Loic Bruni Hebel, also ja, wirklich krankes Setup hier, mein Wahoo und natürlich auch ein S-Club Carbon Lenker, hier richtig schön leicht und der neue Sattel, wie soll es auch anders sein, haben wir hier auch montiert, genau. Ansonsten komplett hier SRAM XX1 Eagle mit einer Raceface Next SL Kurbel und K10C Pedale Shimano SPD. Also ja, richtig nice. Auch hier Raceface Next Sattelstütze. Nur Leichtbau hier im Endeffekt am Start. Natürlich, irgendwo kriegt man immer noch ein paar bisschen Gewicht runter. Die Frage ist nur, wie viel bringt es dann am Ende? Ja, trotzdem kranker Aufbau. Bergamont Revox Elite Rahmen. Ich finde den richtig clean. Das sieht richtig geil aus. Taugt mir mega und mega geiler Aufbau aus dem Schaltwerk Schweigern. Also schaut da auf jeden Fall vorbei. Und ich würde sagen, wir machen das jetzt so. Ganz einfach. AirPods rein. Es gibt ein paar fette Beats. Let's go! Ja Leute, ich bin wieder on track hier, wieder auf dem Rad. Nach dem kurzen Pause gerade fürs Intro. Wir haben jetzt ungefähr, oder ich kann es euch genau sagen, übrigens krank laute Narbe hier, was geht ab, Alter, Nonplus. Übelst geil. Wir haben übrigens 16,7 Kilometer, also noch ein ganzes Stück bis zu den 100, aber das geht schon klar, also das kriegt man schon hin, denke ich, hoffe ich, ich bin zuversichtlich auf jeden Fall.
Wetter ist auf jeden Fall perfekt da dafür. Und was ich gerade beim Bikecheck noch vergessen habe, ist natürlich hier die Gabel. Leute, ich habe einfach die Gabel vergessen. Was geht ab? Eine Sit Ultimate gibt es auch noch mit einem Carbon-Schaft oben. Ist aber dann schlussendlich mit der Halterung, wo man oben das Top Cap im Endeffekt montieren kann, schwerer, wie wenn man die normale Gabel mit einer One-Up-Kappe einfach montiert. Und dementsprechend lohnt sich das natürlich mehr. Gibt es jetzt noch als SL-Variante, aber wo das Bike aufgebaut worden ist, gab es das noch nicht. Und jetzt müssen wir erstmal an den Bauarbeitern hier vorbeikommen. Naja, wieder anhalten. Flieger! Yes! Air Front! Wunderschöne Flieger hier. Mega geil. Autotechnik Museum Sinsheim. Immer Besuch wert. Juhu. So Leute, am Hochtreten. Jetzt geht's am Berg. Bisher war es relativ flach. Aber jetzt geht's hoch auf den Königsstuhl. Von Sinsheim jetzt bis hierher gefahren. Jetzt geht's hoch über den Königsstuhl nach Heidelberg runter. Und ihr seht hier auf dem Wahoo, mal die Kamera gedreht hier. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Höhenprofil. Jetzt geht's hoch und dann vom Königsstuhl runter nach Heidelberg. Und ich denke, ich melde mich wieder. Jetzt geht's erstmal hoch. Ich habe 40 Kilometer, 200 Höhenmeter und bin bis jetzt eben ein 24er Schnitt gefahren, ist gut stehen lassen, aber jetzt geht's erstmal hoch, wieder auf den Boden kommen. Let's go! Wunderschönes Heidelberg bei perfektem Wetter und genug Pause gemacht. Es geht weiter. Yo, weiter geht's. Fahr entspannt am Neckar entlang. Hier kommt eine Kurve. 60 Kilometer Gegenverkehr hier. 60 Kilometer habe ich jetzt. Jetzt geht's wieder heimwärts von Heidelberg aus. Und wir ballern noch ein bisschen. Let's go! Oh, hier geht's hoch, Leute. Alter, nicht mehr normal. Oh, ist es krank, ey, hier hoch. Oh, Eingang hätte ich noch, geil. Nice. Juhu! Natürlich, da geht's da hoch. Ist ja nicht so, dass ich schon 800 Höhenmeter hab. Nee, da können wir nochmal einen Berg einbauen. Kein Problem. Aber dafür geht's auch wieder runter. Juhu! Jetzt hoch! Juhu! So Leute, wie kann's anders sein? Es geht bergauf. Eine einsame Landstraße. Ich habe gerade die magische Grenze geknackt. Wir sind
bei 1000 Höhenmeter. Lul, da schaltet sich die GoPro aus wegen dem schwachen Akku bei 25%. So Leute, mal angehalten, kurze Pause, GoPro Akku wechseln, weil der war jetzt dann wirklich leer. So, 84 Kilometer, 1000 Höhenmeter und 35 jetzt. Also richtig geil, weiter geht's. Ja, ab nach Hause zum Schaltwerk Schweigern. Bis dahin machen wir die 100 noch voll. Let's go! Juhu, 100 Kilometer, Leute, yes! Geil, richtig Premium. Jetzt muss ich nur noch heimkommen, dann ist alles gut. Weiter. Leute, 110 Kilometer, so langsam wird es echt hart. Ich habe 1170 Höhenmeter oder so, also so langsam sind die Beine echt tot. Die letzten 10 Kilometer des Todes Gegenwind, bin einfach am Sack jetzt. Auf die letzten, keine Ahnung, zwischen 12 und 20 Kilometer, ja. Dann ist einfach Ende, dann gibt es erstmal was Kaltes zu trinken und was Kaltes zu essen. Ich grabe meine Motivation. Riegel sind alle leer. Vollgasriegel hat mich bis hierher gebracht. Und richtig coole Dudes an der Schleuse. Die haben mir meine Flasche voll gemacht, dass es jetzt weitergehen kann. Und ja, gleich geht's nochmal den Berg hoch. 200 Höhenmeter sind es noch. Bin jetzt schon am Sack, aber egal. Das schaffen wir noch. Bis dann. Ja, ich habe es geschafft, bin angekommen am Schaltwerk Schweigern, völlig durch, aber richtig geile Maschine auf jeden Fall, macht ultra Bock. Ich glaube, das habe ich mir jetzt verdient, 128 Kilometer und 1438 Höhenmeter. Ich bin jetzt durch, aber war eine richtig geile Tour, findet ihr auf Strava, falls ihr es nachfahren wollt. Ich hoffe, euch hat das bisschen andere Video gefallen. Ich esse jetzt erstmal was, ich habe ultra Hunger. Und dann sehen wir uns nächsten Sonntag wieder. Schaltet wieder ein, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis dahin, haut rein, macht's gut. Ciao.